in 5 Minuten machen wir so eine kleine Eröffnung, dann haben wir, glaube ich, kommen. Ja, aber man kann sehr. Ich habe da was gelernt in der letzten Zeit. Wir haben alle gewusst, dass es gibt. So, sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen zu unserem 15. Familienfest hier in Wiener Neudorf. Herzlich willkommen, danke, dass Sie trotz dieser hohen Temperatur den Weg zu uns gefunden haben. Ja, herzlich willkommen vor allem unsere Kinder. Liebe Kinder, das erste Weg, den ihr macht, ist zu der Hütte, wo ihr eine Schule passen könnt. Das ist dort, wo ich gerade stehe und die Hand lehne. Also hier ist die Hütte von Elisabeth und der Miete, kriegt sie einen Spielepass. Und mit diesem Spielepass braucht sie nachher 6 Stationen. Es gibt diese Fun Records Games. Da gibt es Hütte, da gibt es Eierlaufen, da gibt es Ausweichschießen, da gibt es da kriegt sie nachher einen Stempel. Dann darf ich herzlich willkommen begrüßen den Askö Wiener Neudorf. Da gibt es diesen Askö-Dreikampf. Das ist heute eine besondere Herausforderung bei diesen Temperaturen. Und dann gibt es noch hier am Basketballplatz haben wir den Judo-Verein Shiaido. Da macht sie ein paar Übungen, ich glaube Rolle vorwärts oder Niederfallen oder ihr lernt hier einiges. Und dann haben wir auch noch die Sportunion und da gibt es Zumba. Was ist Zumba überhaupt? Zumba ist ein Tanzworkout mit lateinamerikanischen Rhythmen. Okay, also da macht sie mit. Und wenn genau. Sie das gut absolviert hat, gibt es auch hier einen Stempel. Und zusätzlich haben wir noch die Kinderwelt für uns. Es gibt Basteln, es gibt Kinderschwingen, Anreifen oder Anwenderbasteln. Habe ich was vergessen, Norman? Alles klar. Und natürlich gibt es auch unsere Stationen. Jetzt gibt Kaffee und Kuchen, es gibt Getränke, es gibt was zu essen. Und den Bikeflow gibt es noch. Wenn Sie mit dem Rad hier sind, dann bitte besuchen Sie die Station des Bikeflows. Er macht einen kurzen Blick auf Ihr Rad, auf euer Rad und schaut, dass da alles in Ordnung ist und macht hier einen Gratis-Service für euch. Ja, wünschen wir uns, wenn das Wetter braucht, nichts Schöneres wünschen, es bleibt so, wie es jetzt ist. Hoffentlich wird es ein bisschen kühler, aber ich glaube eher, dass es nicht wird. Vielen, vielen Dank an alle, die heute hier mitorganisiert und mithelfen lassen. Und es wünscht uns noch gemeinsam einen wunderschönen Nachmittag, den wir hier verbringen. Okay, vielen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Wollte sehen, wie der Bürgermeister auf die Matte gelegt wird? Nein, das will ich nicht sehen. Oder er muss Zumba tanzen? Nein, das will ich nicht sehen. Kommt kurz bitte alle her, auch die Eltern, das muss man gesehen haben. Nein, das will niemand sehen. Der Bürgermeister ist... Jetzt schauen wir mal, was der Bürgermeister auch auf der Matte kann. Ja, genau. Und? Jawohl, sehr gut. Hat sehr dynamisch ausgeschaut. Gut, der Leon zeigt jetzt einmal bei der Puppe vor, was du noch bei ihm machen musst. Und du musst versuchen, ihn so lange wie möglich festzuhalten. Also wenn du es wirklich schaffst, 10 Sekunden, dann kriegst du bei uns einen Stempel. Ja, aber der Bürgermeister braucht keine Puppe. Der braucht einen echten. Der braucht einen echten Menschen. Leon, wie mache ich das? So, wie? Ja, genau. So? Und so? Genau, so passt. So, und so. Und? 10 Sekunden? 10 Sekunden? Ich bin los, mehr. Los, geht schon, Leon. Raus Leon. Mit dir, raus mit dir. Ja. Jawohl, Leute. Komm, komm. Sehr gut, komm, Leon. Komm. Kitzel ihn. Ja. Okay, es war knapp 10 Sekunden. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Ja, weil der muss aufnehmen, der Mann. Hinter dir. Hast du gehört? Lauf,
Los! Stopp! Da nicht schlecht ist. 1,59. Viel Spaß. Der nächste. Und? Ja, fast. 1,56. Den gibst du ab. Und Achtung, fertig, jo. Super! Josef, hättest du gerne einen Spielepass jetzt? So, holt euch noch. Zusammen, genau. Und die Hände drauf. 50 Sekunden. Okay, selber los. Noch immer 2,50. Ernst? Nein. Du hast auch was gefunden, Jona, herrlich. Immer was hast du gefunden, ein Playmobil. Das ist. Und beim Crocsteil-Schießen ist Jonas A. Oder? Dann kommen die zweiten Plätze und dann die dritten Plätze. Crocsteil-Schießen der Max H. mit 11,8 Meter und der Jonas H. mit 13,10. Dann fangen wir mit dem Eierlauf an. Erster Platz, Fabian. Gratulation. Warte noch, du kriegst sofort eins. Ein paar Worte noch. Wie hast du es geschafft, den ersten Platz zu erzielen? Keine Ahnung. Du warst einfach der Schnellste. Und du darfst dir jetzt als erstes etwas aussuchen. Der Basketball, perfekt. Danke dir. Bleib nur bitte da noch fürs Gruppenfoto zum Schluss. So, der nächste erste Platz, es ist keine Schiebung. Ich habe auch Kinder und die können auch etwas. Max P. hat gewonnen, erster Platz beim Speedstack mit 3,44 Sekunden und das ist bis jetzt nach 15 Jahren der beste, schnellste, der es geschafft hat. Gratulation, Max. Ja, du hast ja sein Jahr geübt, oder? Ja, und deine Frage musst du sagen, weil der Papa es nicht mehr. Wie hast du das geschafft? Ja, das stimmt. Bitte such dir was aus. Mama. Der Volleyball. Perfekt. So, jetzt kommen wir zu den zweiten Plätzen. Und zwar machen wir wieder die Eier auf. Und zwar die Nunjan. Unser erstes Mädchen. Wo bist du? Da, sehr gut. 15,8, was war dein Rezept, da den zweiten Platz zu bekommen? Okay, also ist jetzt einfach automatisch so gut. Bitte nimm dir was.
Auch der Rolleball. Heute sind die Bälle sehr begehrt. Sehr gut. Gratulation, bravo. Bitte nicht weglaufen, wir machen noch zum Schluss ein Gruppenfoto. Jetzt zweiter Platz, die Mia beim Speedstex. 3,81 Sekunden, der Bruder hat ihn doch noch geschlagen. Mia, wie gibt's das? Wieso ist dein Bruder besser als du? Okay, also Verschiebung, ich weiß schon. Bitte such dir was aus. Jawohl, Tischtennis. Sehr gut, danke. So, jetzt sind wir beim Crocsweit-Schuss. Und zwar wieder der Fabian. Hey, super, aber jetzt Fabian. Was war dein Geheizungsrezept? Bist du Fußballer? Naja, klar. Also weil du Fußballer bist, hast du den Pferd gekauft. Weißfüße, da rutscht ein bisschen. Jetzt musst du dir noch was aussuchen. So, du hast was ausgesucht, den Superpflaster. Danke. So, dritter Platz beim Eierlauf. Tierisch. Ich glaube, der Bruder von der Nusa. Ja. Gratulation. Bitte nimm dir etwas. Auch den Plaster. Ja, Wasserplaster. Sehr gut. Gratulation. Und jetzt ist der Tim da vom Speedstex mit 4,2 Sekunden. Nein. Dann habe ich noch gehört, wir haben den vierten Platz. Der Nico mit 10 Meter. Du bist es? Ja. 10 Meter beim Crocsweit-Schießen, dann nehmen wir dich. Wie hast du das geschafft, die 10 Meter? Auch keine Ahnung. Ich glaube, ihr habt euch abgestimmt vorher mit den Antworten. Bitte such dir was aus. Du bist der Letzte und dann machen wir ein Gruppenfoto. Alle mit dem gelben Leiberl hinten hinstellen, bitte. Und warte noch, ich mache ein Foto. Dame mit dem gelben T-Shirt schauen und lächeln. Sagst du, wenn du ein Foto machst? Ja. Mach es. Es ist dunkel. Ja. Jetzt ist es dunkel. Sehr gut. Lächeln. So, also liebe Kinder, ich bedanke mich für euer Mitmachen. Tolle Leistung, die ihr verbracht habt. Ich glaube, wir haben ungefähr 150 Karten zurückbekommen. Also vielen, vielen Dank an 150 Kinder, die uns heute besucht haben, an die Erwachsenen, die heute hierher gekommen sind. Trotz dieses wirklich nicht angenehmen Wetters. Meistens haben wir schlechtes Wetter, heute haben wir trotzdem zu gutes Wetter. Danke an alle, die hier mitgemacht haben. Danke an mein Team, danke an den ASKÖ, danke an die Union, danke an den Judo-Verein, danke an die Kinderwelt. Ja. Habe ich schon gesagt. Wir treffen uns wieder zum Familienfest 2025. Bis dahin alles Gute und noch einen schönen Restsommer.